was alles gemacht werden muss auf der Baustelle. Zuerst muss der Plan immer wieder kontrolliert werden, dass man genau weiß, was wohin kommt. Die Rohre müssen verlegt und verteilt werden, damit man später Wasser hat im Haus. Mit dem Bagger wird eine Grube gegraben und ein Arbeiter schaut nebendran, damit alles richtig läuft. Dann werden Stein für Stein durch den Maurer aufgemauert. Es gibt einen kleinen Betonmischer, ein oranger Kübel, mit dem man kleinere Mengen mischen kann. Und um das große Fundament zu machen des Hauses, wird ein Lastwagen als Zementmischer verwendet. Ein oder zwei Arbeiter stehen in der Grube, um zu schauen, dass der Zement gleichmäßig verteilt wird. Und zu guter Letzt muss immer wieder nachgemessen und ausgemessen werden, dass alles am richtigen Ort ist. Alles in allem gibt es viel zu tun und wird viel kontrolliert und gearbeitet, dass am Ende die Häuser korrekt und richtig stehen.